liebe Gartenfreunde. Ja, heute habe ich wieder viele Paradeiser ernten können und es sind wieder 5 Sorten dabei, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Eine Sorte, der süße Franzl, die ist leider nichts geworden, die werde ich euch diesen Sommer nicht mehr vorstellen können. Aber macht ja nichts, es sind ja noch viele andere da, oder? Das hier, das sind meine aller kleinsten Paradeiser. Die sind wirklich, wirklich winzig. Die braucht man nicht mal zerschneiden, wenn man sie essen will. Aber ich finde sie super im Salat. Aber Achtung, immer wieder fallen reife Paradeiser in die Erde und man hat sie jedes Jahr irgendwo im Beet. Die pflanze ich bei mir eigentlich überhaupt nicht mehr an. Die kommen immer irgendwo durch. Ich finde es zwar recht mühsam beim Pflücken, aber sie schmecken recht gut. Nämlich so richtig frisch paradeisig, saftig, aber keineswegs fleischig und auch nicht sauer. Man muss nur auf eines aufpassen bei diesen Paradeisern. Man muss sie gleich verwenden. Aufheben kann man die nur an der Rispe. Wenn sie mal von der Rispe unten sind, dann werden sie schnell schimmlig oder platzen leicht auf. Die Sorte habe ich zum ersten Mal im Garten. Das ist die Green Zebra. Schauen wir mal, wie die schmeckt. Sie ist innen leicht grün, schaut ein bisschen sonderbar aus für jemanden, der nur rote Paradeiser gewohnt ist, aber macht ein tolles, buntes Bild im Salat. Schmeckt eigentlich nicht so tomatig wie die roten, aber ein bisschen süßlich, aber sie sind auch ein bisschen wässriger, kommt mir zumindest vor. Oder ich habe sie zu viel gegossen. Ich mag sie besonders gern im Salat. Das ist leider nur ein kleines Exemplar der Sorte Orange Wunder. Ein größeres ist nicht reif, die sind nämlich sehr anfällig für die Blütenendfäule. Aber ich bin froh, wir haben eine geerntet. Ich habe sie voriges Jahr schon gehabt und auch da war die Blütenendfäule sehr, sehr stark da. Sie hat nur wenig Samen drinnen. Und ist nur leicht süßlich, hat aber auch nicht diesen typischen Paradeisergeschmack wie die roten Sorten. Weil die Schale ein bisschen fester ist, habe ich sie gerne im Salat. Ja, und das da, das sollte eigentlich die Sorte Brandywine Black sein. Ich denke mal, das ist irgendeine rote Ochsenherz und es ist irgendein Irrtum beim Tauschen von Saatgut passiert. Aber schauen wir mal, wie es schmeckt. Wenn sie gut ist, nenne ich sie einfach McMurray's Rote. Das ist auch ein kleineres Exemplar. Ich habe schon größere gepflückt, habe aber noch gewartet, bis die anderen reif wurden und jetzt ist nur eine kleine reif. Hat viele Kerne, ist eine Fleischtomate. Und schmeckt eigentlich wie eine Ochsenherztomate. Leicht süßlich, fruchtig, aromatisch. Das ist die gelbe Ochsenherz. Also ist wirklich eine große. Aber ich glaube, meine Tomaten gewinnen niemals bei der Tomaten-Challenge. Viel zu klein dafür. Aber dafür gut.
Schaut richtig gut aus innen, oder? So ein richtig festes Fruchtfleisch. Schmeckt sehr erfrischend, saftig, aber nicht so aromatisch wie die rote. Dafür ein bisschen süßlicher. Ja, das war diese kleine Verkostung für heute. Es gibt jetzt eigentlich keine Tomatensorte mehr zum Verkosten, aber der dritte Teil der Tomatenreihe wird darüber handeln, welche jetzt widerstandsfähig gegen den Regen war, obwohl es hat ja gar nicht so viel geregnet diesen Sommer, welche sich am besten bei mir im Freien getan haben, welche ertragreich waren, welche nicht und sonstige Fakten über meine Paradeiser im Garten. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt unten einfach auf Abonnieren und wenn ihr gar kein Video verpassen wollt, ist ganz wichtig, auf die Glocke zu drücken. Übrigens, weil ich erst unlängst von jemandem darauf angesprochen wurde, abonnieren ist kostenlos. Also, bis bald!